Kann man Implantate im Oberkiefer und im Unterkiefer eigentlich in einer Sitzung setzen? Um dieses Thema geht's heute, also bleibt gerne dran bei dieser neuen Folge von Der Zahnfilm. Wir wollen heute hier eine öfter gestellte Frage von Patienten behandeln, die fragen, ob man mehrere Implantate in einer Sitzung auch in zwei verschiedenen Kiefern setzen kann. Ja, das ist natürlich möglich und es bedarf einer gewissen Abstimmung, eines gewissen Managements, um einige Sachen zu berücksichtigen und die wollen wir hier mal durchgehen. Also OP-Management ist natürlich das große Ganze und OP-Management meint genaue Planung vorab, wie wir es schon an vielen Stellen besprochen haben. Ein klarer Punkt, wenn man das Ganze in lokaler Betäubung, so wie bei uns in der Praxis, durchführt, also Zahn ziehen, implantieren, dann bedeutet das, dass die Anästhesiemenge natürlich ausreichen muss, sowohl um es ausreichend zu betäuben, aber eben auch um die OP-Gebiete ausreichend zu betäuben und das Ganze dann an einem Tag in wenigen Stunden durchzuführen. Also so eine OP in zwei OP-Gebieten rechnet man so ein bis zwei Stunden, je nachdem. Und man kann durchaus auch in drei OP-Gebieten implantieren, in seltenen Fällen auch mal in vier. Bei vieren ist wirklich dann die OP-Zeit zu berücksichtigen und auch die Anästhesiemenge, denn im Regelfall wird unsteril eingespritzt. Man kann natürlich auch steril nochmal nachspritzen. Trotzdem steht uns nur eine bestimmte Anästhesiemenge zur Verfügung. Im Regelfall so 7, 8 Ampullen. Das hört sich erstmal recht viel an. Gerade im Oberkiefer kann es aber sein, dass das Ganze schon mal ein bisschen schneller abflutet. Deswegen beginnt man im Normalfall auch im Oberkiefer mit der OP. Im Unterkiefer, wenn das Ganze einmal sitzt von einer Spritze, dann hält das Ganze wirklich im Regelfall locker 2, 3 Stunden sicher aus und du kannst sicher sein und auch der Operateur, dass das Ganze gut funktioniert. Also, wenn der Test dann negativ war, dass du nichts mehr merkst, nur noch ein Druckgefühl, dann kann es losgehen und dann geht es natürlich darum, dass das Ganze auch gut durchgetaktet ist, das Management stimmt, die Implantate am besten bei mehreren Implantatgebieten ist in jedem Fall ein 3D-Bild anzuraten, einfach um Überraschungsmomente zu vermeiden, um genau zu wissen auch, wo muss Knochen in welcher Menge aufgebaut werden. Wenn man nach einem biologischen Behandlungskonzept arbeitet, so wie wir, also nur autolog implantiert, bedeutet nur Eigenknochen nutzt, dann ist das von größerer Bedeutung, als wenn du da allogenes Material in Anwendung bringen darfst oder als Chirurg in Anwendung bringst. Das heißt also synthetisches, künstliches Material, das so abstammig ist vom Schweinrind oder Algen und diese Granulatkörnchen dann vermengst mit Eigenblut, dann ist das Management wiederum einfacher, hast ein bisschen mehr Materialaufwand dafür und natürlich kein biologisches Material. Das Ganze sondert sich manchmal ein bisschen ab. Passiert bei biologischem Material natürlich nicht. Will nur sagen, wer biologisch arbeitet, braucht ein bisschen mehr Management. Ein 3D-Bild ist zu empfehlen, einfach um zu wissen, brauche ich jetzt mehr Knochen, reicht die Knochenbohrung aus, wenn ich es vital schneide oder gehe ich weiter hinter nochmal, nehme nochmal mit einem Knochen mit einem Bone Scraper da ein bisschen Knochen vital weg, um es dann im Bereich des Implantates anzulagern. Das sind so Voraussetzungen, die einfach wichtig sind. Ja, der Patientenwunsch steht natürlich auch im Fokus und die Einheilzeit. Es gibt schon viele Fälle, wo Patienten uns so sagen, ich habe im halben Jahr eine schöne Reise vor oder da heiratet meine Tochter, da sollte es dann fertig sein. Auch sowas ist zu berücksichtigen, wenn man jetzt darüber spricht, macht man jetzt eine OP oder macht man jetzt mehrere? Klar, man kann auch innerhalb weniger Tage zweimal operieren, das ist alles gut möglich. Also, das ist alles so individuell abzustimmen. Auch die Implantate, Titan, Keramik haben ein bisschen unterschiedliche Einheitszeiten. Keramik hält 1 bis 2 Monate länger ein als Titan. Was ein großer Aspekt ist, zum Beispiel, um jetzt eine OP zu machen, ist der OP-Aufwand. Ja, den hast du dann natürlich nur einmal und das bedeutet eben auch von der Kalkulationsseite, vom finanziellen Aufwand ist eine OP natürlich deutlich weniger finanzieller Rahmen, als wenn du jetzt separat jede Quadranten zum Beispiel einzeln implantieren lässt. Da sparst du je Sitzung bestimmt mindestens 100, 120 Euro, vielleicht sogar noch mehr. Wenn man das Röntgenbild noch berücksichtigt, sind es nochmal 50 Euro in etwa. Also ist schon eine Sache, auch in dieser Hinsicht mal lohnt, drüber nachzudenken.
Alternativ sollte hier noch angesprochen sein, dass natürlich die Möglichkeit besteht, mit Narkose zu arbeiten. Dann hat man dieses Thema der lokalen Anästhetika ausgeschaltet. Also dann spielen die natürlich keine Rolle oder nur ganz untergeordnete, weil man nur lokal mal ein bisschen was einspritzt, um jetzt die Gefäße zu verengen, damit es weniger blutet. Hier kann ich dir nochmal das Video verlinken, Lokalanästhesie oder Narkose, schicke ich dir hier oben mal rein. Dann kannst du dir ein genaueres Bild machen über unseren und über den Allgemeinstand, wie man dazu so steht. Grundsätzlich ist es möglich, wird auch angeboten. Und eine andere Möglichkeit ist noch die Sedierung, indem man eben mit ja, Lachgas oder mit irgendwelchen Tabletten arbeitet, um dich zu beruhigen während der OP. Auch dann braucht man oftmals etwas weniger Anästhetikum. Hast du Fragen zu diesem Thema? Dann schreib mir gerne in den Kommentaren und wenn du möchtest, dann abonniere den Kanal, dann freuen wir uns, gib uns ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Dr. Christian Schubert.